kleinen Bruder. Die habe ich da mal kennengelernt. Mhm. Und die ist heute in der Stadt. Mhm. Und die will den Beastie kennenlernen. Also mhm. den Beastie. Ist die Nummer 1 im Game. Weil er heftig Gölner sind. Yeah! Woo! Ich bin so eine Maschine. Hi! Alles! Hey! Na, mein Guter! Bye. Das ist der Duft der Männer. Hm. Pass auf. Von den kleinen Männern oder was? Ach, was für kleine Männer. Ich habe eine Info für dich. Ich war im Urlaub. Die habe ich da mal kennengelernt. Mhm. Und die ist heute in der Stadt. Mhm. Und die will den Beastie kennenlernen. Also mhm. den Beastie. Wem erzählst du das gerade? Mir, oder? Ja, genau. Mhm, schön. Geil, oder? Ja, toll. Da wird's richtig. Du weißt das nicht zu schätzen. Okay. Digga, du hast einen bösen Schaden, ey. Also. Mo. Mein Junge. Hör mir mal zu. Was? Siehst du das? Das hier. Ja. Diesen stählern gebauten Körper. Pass auf. Küss meinen Bizeps. Nein. Küss meinen Bizeps. Jetzt. Los. Ja, yeah, weil der geil ist, Mann! Nein! Okay. So, fertig machen. Heute Abend geht's ab. Ja. Du hast was? Raus, Junge, raus! Raus! Mein Gott, raus! Du gehst raus! Warum? Weil ich eine Mission habe heute, du weißt. Was denn, endlos versenkt oder was? Junge, ich habe eine Mission. Ich? Raus hier! Raus! Bring mein Shirt raus, dann. Nein. Mann, diese Carice, die ist so heiß. Damals im Urlaub habe ich nichts hinbekommen. Aber heute, heute, da läuft was. Das spüre ich. Oh, es ist spät, meine Freunde. Oh, es ist spät. Was denkt ihr, wer ist wirklich? Was für ein Karottenkopf? Was für ein Karottenkopf? Ey, warte mal. Hast du Besuch im Badezimmer, oder? Was, warum? Was hast du hier? Was? Kann man das Licht? Muskel. Kann man das Licht? Hier? Nein, dreh mal um. So. Was hast du gemacht? Ja, Digga, das sind Muskeln, Mann. Junge, du siehst aus wie der Samt auf dem Rücken. Ja, Digga, das sind Muskeln. Okay. Alter, Digga, du hast den übertriebenen Ausschlag. Digga, was für ein Ausschlag. Das juckt auch immer. Oh. Tut's weh? Ey! Ah! Ah! Fuck, woher kommt der Scheiß? Junge, was ist Nein. das? Was ist da jetzt mehr ernsthaft? Junge, ich weiß das ist nicht dein Scheiß ernst, Mann. Digga, was denn? Die ganze verfickte Tube ist leer. Hast du die benutzt? Ja, Digga. Ja, die Digga. Hat lecker gerochen. Die ist von Jill, die hat lecker gerochen am Arsch. Weißt du, wie teuer die ist? Oh. Ja, oh. Ja, die Scheiße, die juckt ja. Ja, juckt. Du bist allergisch dagegen. Ah! Meine Fresse. Ah, ihr seid doch bescheuert, Mann. Du kaufst die neu. Oh nein. Was denn? Das ist Clarice. Oh nein. Oh Scheiße, ey, fuck. Ihr müsst mir helfen. Digga, nein. Hör auf zu lachen. Du musst mir im Badezimmer helfen. Ich hab keine Zeit. Ich muss mich zu die Uni fertig machen. Du kannst nicht. Und du musst dich um Clarice kümmern. Du musst dich um Clarice kümmern. Was soll ich denn machen? Digga, du öffnest jetzt die Tür und kümmerst dich darum. Mach irgendwas mit ihr. Und du musst im Bad helfen. Bruder, ich kauf dir auch fünf oder Jill fünf neue Monatspackungen von diesem beschissenen Bodylotion. Aber bitte hilf mir. Bitte. Okay, geh bitte hin und sag. Aber was mach ich jetzt mit ihr? Was soll ich denn sagen? Einen Kaffee trinken, keine Ahnung, Alter. Was auch immer. Ja, aber gut. Aber okay, was soll ich denn jetzt auch machen? Ja, du musst mir meinen Rücken schrubben, Mann. Ich schrub doch nicht deinen Rücken, wenn du mit dem nackten Arsch da drin stehst. Du musst das machen. Ich dreh mich um, ich dusch dich und dann guck mir, dann ziehst du dir was an, aber so nicht. Hi. Hi. Hannes. Carice. Schön, dass du da bist. Freut mich, dich kennenzulernen. Bisi hat gerade noch, ist kurz noch beschäftigt. Aber willst du vielleicht was trinken? Gerne. Ja. Okay, bevor ich weitermache, wenn du das irgendjemandem erzählst, schubst dich die Treppe runter mit voller Eingang. Ja, jetzt mach weiter, Mann! Das duckt wie Scheiße, Mann! Ja, du bist selber schuld, Alter. Oh, Junge, das Jucken killt mich so richtig abfuckt. Junge, wie soll ich mich denn so blicken lassen? Ja, kannst du nicht. Ich seh aus wie so ein Herpes auf dem Rücken. Junge, die haut doch ab, wenn du mich siehst. Jetzt zweimal drüber nachdenken müssen, bevor du andere Sachen kriegst. Scheiße! Lernst du? So, die Tür. Was denn? Ja, mit Beastie. Das braucht das wieder. Aber der ist normalerweise nicht so. Nein. Eigentlich ein toller Typ. Immer pünktlich. Super. Eigentlich. Hey, war es jetzt so schlimm hier? Ich meine, du hast lecker Nudeln gegessen. Du hast
irgendwie also eine geile, die geilste WG Kölns erlebt. Also, was ist gerade das Problem? Aber eigentlich bin ich ja für was anderes hier. Ja? Kein Problem, sorry. Scheiß drauf. Hast du vielleicht noch Bock auf einen Nachtisch? Ich hab Eis im Kühlschrank. Nein, also ich meine, wir zwei raus, ohne andere Leute. Wir. Wir? Wie? Ja. Ja, hast du Lust? Ich kenne ein paar Cafés um die Ecke. Ich gehe noch schnell Bescheid sagen. Okay, wow. Diese Caris gräbt mich ja jetzt voll an. Noch kein Plan, was jetzt passiert, aber BC war doch der, der meine Mutter flachgelegt hat. Also ist er doch der Letzte, der irgendwas dazu sagen kann. Scheiße! Anderer Hintern! Oh. Na ey! Jungs, kommt ganz kurz! Ihr vergnügt euch jetzt hier und ich muss auf die aufpassen, oder was? Ja, ey! Dreh dich wieder um, Junge! Alter! Okay, egal. BC, kannst du dich einfach bitte beeilen? Bitte beeil dich! Ja! Ich geh jetzt mit dir ins Café, weil was soll ich machen? Ja, beeil dich! Ey, ja, okay! Siehst du das? Kannst du mir bitte den Film sehen? Ich hab dich an! Einfach. Danke. Bitte. Viel Spaß euch, ne? Ja. Hallo! Dreh dich doch jetzt um! Ey, du musst ja... Los! Mach jetzt! Mach jetzt! Los! Mo, was hast du mir für Schlabberklamotten gegeben? Umzuheulen. Ist okay. Damit ist klar, das war das erste und letzte Mal, dass ich sowas für dich gemacht habe. Ja, aber danke nochmal. Danke. Egal, ich bin jetzt bereit fürs Daten. Ich bin jetzt raus da. Ist mir scheißegal. So, hallo. Ja. Ah, hallo, genau. Ja. Wo sind denn Hannes und Caris? Was fragst du mich? Hannes! Hannes! Oh? Nö. Ja, toll. Dann ruf ihn einfach an, ich muss mich jetzt vor die Uni fertig machen. Als ob die immer noch im scheiß Café sind. Ruf einfach an. Oh, bisher guten Geschmack, ne? Mhm. Aber zu mir? Zu dir? Mhm. Oh, BC. Ich glaube, für den habe ich jetzt keine Zeit. Was heißt das? Schon wieder. BC. Warte, ich muss kurz rangehen, ja? Okay. Ja? Ja, Hannes, was geht? Hier ist BC. Ich bin ready. Wo seid ihr? Ich? Ich bin nirgendwo. Nirgendwo bin ich. Hä? Okay. Und wo ist Caris? Caris? Caris hat keine Lust mehr auf dich. Die hat, hast du ja auch selber, ist auch deine eigene Schuld, ne? Willst du mich verarschen? Digga, ich hab dir gesagt, du sollst Zeit schinden und jetzt ist sie weg? Was soll? Ja, was für voll lange gebraucht, Bruder? Hast du gesehen, was bei mir los war? Natürlich hab ich lange gebraucht. Warum lachst du so? Ich bin hier gar nichts lustig, Bisi. Die Pizza kommt. Ich muss jetzt aber auflegen. Tschüss, Bisi. Alter, ist die geil. Jetzt ist auch alles egal. Wenn Beastie mit meiner Mutter kann, kann ich auch mit seinem Date. Ey. Komplett am Arsch. Komplett am Arsch. Ja, alles versaut. Sie ist weg. Ist nichts mehr da. Toll, ich bin am Arsch, Digga. Schlimmer kann es einfach nicht mehr werden. Schlimmer kann es nicht werden. Doch, schlimmer kann es werden, wenn du ein Vermögen für die fünf Bodylotions von Jill ausgeben musst. Am besten ist, wenn du mich irgendwie jetzt für die nächste Woche nicht mehr anguckst, ja? Weil ich habe zu viel gesehen. Warum denn immer ich, Alter? Warum denn immer ich? Ich wollte doch einfach nur meine Vögel. I want you January to December. Another trip around the sun. Buongiorno. Was ist denn bei dir los, Alter, für eine Frisur? Ich bin komplett fertig, voll durchgenommen. Oh. Komplett. Davon kann ich dir ein Liedchen singen, Hannes. Die Arbeit. Davon kann ich dir ein Liedchen singen. Ich bin auseinandergenommen. Ja, frag mal bei mir, was los ist. Ich bin am Tag ultra beschissen. Mein Rücken komplett zerfetzt. Meine Chance bei Clarisse im Arsch. Alles im Arsch, ich hab mir alles versaut. Ich dachte wirklich, ich könnte bei dir landen, ne? Mhm.
Ja, aber funktioniert nicht. Mhm. Einzige positive, Alter, du bist einfach ein wahrer Freund. Du hast mir geholfen, hast dich gekümmert um sie. Oh. Digga, du bist mein Bruder. Ich muss duschen. Danke. Danke, Mann. Ich habe richtig geile Freunde. Sag ich so, wie es ist. Flasche zu. Carice, Hannes Handy. Danke für den heißen Nachmittag, du geiler Hanks. Hannes, willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt passiert? Was ist das denn? Du willst mich richtig verarschen, ne? Nee. Du kommst jetzt mit raus. Junge, halt mal den Schnauz jetzt! Was? Ich hab auf sie aufgepasst! Du hast mit auf sie aufgepasst! Ich hab auf sie aufgepasst! Ich wollte mit dir Zeit verbringen! Ich hab mit dir Zeit verbracht! Was ist passiert? Ganz einfach! Hey, Digga, der hat meine Perle ja, und du hast vergessen, dass du meine Mutter gef***t hast! Ich wusste doch noch nicht mal, dass es deine Mom ist, Mann! Wollt ihr mich verarschen? Digga, der hat sich einfach meine... Wow! Ey, geh in dein scheiß Zimmer! Was? Junge! Du kleiner A***s nie wieder meine Mutter, Mann! Okay, Hannes, du willst spielen? Dann spielen wir. Das wirst du bereuen. Was war das gestern? Du hast mich so angeschrien, du hast mich so fertig gemacht. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen dir und mir ist vorbei ist. Hast du irgendwas von Michael gehört? Nee, nicht. Tu mir doch bitte einen Gefallen und komm zurück ins Hostel, bitte. Und vertrau mir einfach, du musst nicht eifersüchtig sein oder so. George wird das verstehen. Mann, Maike, der weiß doch, dass ich Gefühle für dich habe. Aber er vertraut mir. Weshalb sollte George eifersüchtig sein? Ja.